Und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge von Let's Test. Nein, stimmt nicht. Von Let's Teilen. Wir teilen Layers of Fear. Genau. Das wird alles so reingenommen. Kennt sein eigenes Format nicht. Ich glaube das nicht. Ja, nein, ich habe mir das nicht ausgedacht. Das so. Oha, oha, da ist so eine Glasscheibe drin. Wenn ich da jetzt gegenlaufe, habe ich eine gebrochene Nase. Das Mann da. Oh, Vorsicht. Doch, da kann ich gegenlaufen. Hart. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja. Hä? Hier ist ja dieselbe Obstschale. Siehste, ich sag doch, die räumen einfach nur um. Da kommt, die haben die Obstschale von. Was? Wie bist du da jetzt durchgekommen durch Gegenlaufen. Das Glas? Gegenlaufen. Okay. Krass. Freundes Houdini. Ah, jetzt ist zu. Guck. Krass. Was? Ich kann ja irgendwas lesen. Hallo? Es kann nicht rück. Ach so, ja, Überraschung. Kann ich bitte Obst haben? Ich drehe einfach nur mal den Globus. Aha! Streichhölzer. Okay, die sind unwichtig. Jetzt wissen wir, was abgeht. Streichhölzer. Ja! Ja, Nochmal Streichhölzer, aber diesmal auf dem Teller. Hallo? Mann. Also, Robin, ne? Ich komme da nicht durch. Vollgas! Five Nights at Freddy's wirst du auch spielen. Nein! Da lege ich mein Veto ein. Und wenn du. Ja, das sehe ich ja nicht direkt, das wird jetzt irgendwann in, was weiß ich, 3 Monaten oder so passieren, bestimmt, ne? Nein, nein. Aber wenn du dich da nicht erschreckst. Junge, ich kann da nicht mehr. Ich dir einen Pokal aus Pappmaché und klebt ein bisschen Glitter drauf. Ich kann da nicht mehr pennen. Ich träume von so einer Scheiße. Der erste Teil ist nicht so schlimm, da sehen die Viecher sogar noch knuffig aus. Alter, ich finde die. Ich kann mir die Viecher schon auf den Screenshots bei Steam nicht angucken, weil ich davon träume. Lass mal. Ja, ja, doch. Nee, wirklich. Da muss ich Hardlimit ziehen. Was ist. Wo geht's denn jetzt? Hallo? Ach, da ist eine Tür. Ja, gut. Mit ein bisschen mehr Licht hätte ich die vielleicht auch gefunden. Aber man muss ja Strom sparen. Und wie spart man Strom? Indem man keine Lichtschalter einbaut, aber dafür nur alle 3 Räume mal eine Lampe setzt. Top-Aktion. Der Innenausstatter gehört verbrannt und gevierteilt. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Den kannst du vergessen, was Horrorspiele angeht. Da kriegst du nichts für. You want this as well. Willst du das auch? Geht so. Da ist wieder eine von den Zigarrenschachteln. Vor allen Dingen, was ist das? Das ist hier wie bei Sims, weißt du? Kein Geld mehr für Essen gehabt, hat ein Fenster verkauft. Ja! So sieht das aus! Weißt du, wo brauchst du den Scheiß? Ich guck da eh nie durch. Komm, jetzt wieder fliegende Bilder. Hallo! Oh, ich habe den Türknopf nicht getroffen. Ach so, die muss man jetzt ziehen, die erste. Gut! Diese Tür möchte mich nicht. Uah. Alter, jetzt habe ich mich erschreckt, ey. Wovor? Da war ein Bild hinter der Wand. Also hinter der Tür. Hallo. Das ist auch Perspektive. Also, das ist irgendwie. Anatomisch komisch, würde ich mal sagen. Oh ja, du Robin den Zitrin gekriegt mit der Maus. Ja, ja. Oh. Oh, Alter. Jetzt ist er unter die Briefmarkenmaler gegangen. Gab es damals schon Kakaokarten? Krass. Beschiss, das ist dasselbe Bild. Der hat da nur gezoomt, wetten? Hallo? Was ist das denn hier? Das war mal ein Rollstuhl. Weiße Sumpf in der Wohnung.
Wenn das keine Mietminderung gibt, dann weiß ich auch nicht. Alter, ich fühle mich, als hätte ich 300er Ping. Ich werde dauernd durch die Gegend geportet. Da, weißt du, malst du einfach nur so klein, dann bist du schneller fertig. Brauchst doch weniger Farbe. Voll sparsam. Na und zack, wieder geportet. Ich habe so langsam das Gefühl, ich komme hier nicht weiter. Ich gehe mal nach links. Oh! Läuft. Der Elektriker gehört genauso verhauen. Stell dir mal vor, da hätte einer drunter gestanden. Hier ist natürlich wieder dunkel. Hallo? Plopp. Ah, abgeschlossen. Was liegt da? Ein Buch. Boah, ich sehe nichts. Weißt du, das Ding ist auch, von da knallt die Mittagssonne durch das Fenster hier so rein, ne? Im Spiel? Da, nein, in echt. Da. Mittagssonne, volle Kanne in die Fresse rein und da auf dem Bildschirm, wo ich spiele. Das heißt, wenn das Bild dunkler ist, sehe ich einfach gar nichts vom Spiel, sondern nur mein eigenes Gesicht. Toll. Weil die Sonne einfach da so krass drauf brezelt, da komme ich offenbar nicht durch. Ist abgeschlossen. Hier ist eine Tür auf. Aua! Arschloch! Irgendwer hat mir die Tür gegen den Kopf geknallt. Hallo! Mach die jetzt auf! Pass mal auf, dir komme ich nach Hause. Da hat er wieder Triple Wheeled alle Kerzen gleichzeitig angemacht. Weißt du, jetzt weiß ich auch, warum überall nur noch 4 Streichhölzer drin sind, weil der die verschwendet wie so ein Dunkel. Und jetzt? Hallo? 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 Okay. Ich hab einen Schlüssel. Hat man eigentlich irgendwo ein Inventar, wo man das sehen kann oder so? Warte. Klopf, ich glaube, unten rechts müsste dir angezeigt werden, was du gerade hast. Ja, da steht so ein Schlüssel. Ja, das ist also willkommen in deinem Inventar. Oh, wow. Ach, da ist auch noch... Oh, ganz viele Kerzen. Und noch eine Kerze. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen mit einem Kleinkind im Haus. Das ist einfach verantwortungslos. Ja, aber das Kleinkind steckt auf dem Hirsch, also scheiß drauf, knall dich zu. Ja. Das kannst du ja wohl erzieherisch nicht mehr versauen, oder? Scheiße. Der Zug ist abgefahren. Oh Mann, ey. Schön. Zack. Boah, Alter. Hässlichster Teppich EU-West. Boah, das ist doch kein Horrorspiel, so. Ja, aber im Ernst, guck dir das Ding mal an. Die Teppiche, die Oma früher hatte, waren schöner. Oh, Mann. Da haben wir wieder das Schlafzimmer. Oh, alter DJ. Warte. Erstmal den Motor starten. Boah. Okay, geht nicht. Aha, okay.
Und jetzt? Hä? Ach so, ja, ohne Scheibe geht nix, ne? So. Boah. So langsam habe ich's raus. Genau meine Musik. Oh, eine Pulle. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Mit Blut. Why didn't I think of a syringe? Oh, so ein Meister, ey. Warum habe ich nicht an eine Spritze gedacht? Weißt du, naheliegendste Lösung ever. Ja, ist jetzt zu Mainstream, das benutzt ja jeder. Ja, ist so. Ah. Hallo? Ja, kaputt. Kann ich hier nicht nochmal Knallgas geben? Vielleicht kriege ich das Zimmer damit wieder heile. Ah. Ja, alles klar. Was haben wir hier? Aha! Prothesis Snatchers, why the damn leg? Prothesendiebe, nimmersatte Bastarde. Kann mir keine neue kaufen, warum das beschissene Bein? Das ist aber schon echt arschig. Wer klaut denn eine Beinprothese? Ja, womit dann noch geklärt ist, warum du das Holzbein hast. Ob du ein Holzbein hast. Stimmt. Ja, aber trotzdem, mal im Ernst, wer klaut eine Beinprothese? Ich meine, was machst du damit? Denn wenn du in der Lage bist, eine Beinprothese zu klauen, dann hast du offensichtlich beide Beine noch, denn sonst könntest du nicht damit weglaufen. Hm. Steckst du dir so als drittes Bein an und dann bist du Muschiklaus oder was? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich meine, die Tür ist geschmolzen. Hallo? Kannst du auch keinem erzählen. Da rufst du bei der Feuerwehr an, könnt sie mich bitte aus meiner Wohnung holen, meine Tür ist geschmolzen. Dann fragen die sich auch, was du da feierst. Vor allem können sie mich aus meiner Wohnung holen. Wenn die Tür geschmolzen ist, kannst du einfach dran vorbeigehen. Ja, stimmt, das auch. Ja, nein, ohne Witz, wie komme ich denn jetzt hier weg? Ich habe jetzt mein Blut aus der Flasche. Aber muss ich jetzt hier den Rückwärtsgang einlegen, oder was? Bitte gib mir die Tür wieder. Du weißt schon, was du jetzt machen musst, ne? Nö. Das Grammophon auf die richtige Frequenz einstellen. Auf die richtige? Oh. Ja, dass sich das Lied wieder einigermaßen vernünftig anhört und dann drehen. Aber das habe ich doch schon versucht. Und dann sollte sich das Bild eigentlich wieder, der Raum wieder zurückverändern. Vielleicht in die andere Richtung drehen oder so? Mit dem Hebel oder so, Knüppel, versuch mal alles. Ich meine, hinter dem Grammophon hast du ja auch einen Knopf. Hast du? Ja, der blinkt. Oh! Oh, krass. Cool, ne? Boah, übel. Hart. Ich will auch so eins. Damit kannst du voll gut Leute verarschen.
überall Obstschalen, weißt du? Ich weiß gar nicht, wie der Typ krank geworden ist. Ja, es ist Obst im Haus. Ja, es ist Obst im Haus, definitiv. Aber sowas von. Mehr als du essen kannst. So. Mal. Jetzt übermalt er die Pinguine. Hier, nee, warte, wie heißen die? die anderen, die pinken Flamingos. Pinguine. Flamingos. Genau. Flamingos. Die Pinguine. Jetzt sieht's aber gar nicht mehr wie Flamingos aus. Jetzt sieht's eher so aus wie so ein Baum oder so eine Höhle, wo Blut runterläuft. Okay, Haut als Leinwand, Blut als Rot. Was kommt als nächstes, meine Damen und Herren? Form tritt heraus. Form, also Form emerges. Ich hätte aber emerges nicht als tritt heraus. Tritt hervor vielleicht. Oder Form, stellt sich. Oha. Alter! Ich bin der Hulk! Kann so ein Klavier durch die Gegend treten. Bam! Oh. So ein Feuerball, Junge. Okay. Genug Klaviere getreten. Lass mal zurückgehen. Aber die Tür ist abgeschlossen. Oh nein! Oh Gott. Was tun wir denn jetzt bloß? Ach, es geht links. Okay. Gut. Immer diese Sache mit der Beleuchtung, ne? Gegenüber haben sie wahrscheinlich denselben Elektriker wie hier. Da flackert auch das Licht. Hi. Jumpscare Room of Doom, Achtung. Was? Kreative Blockade. Ich würde mal sagen, das ist eine sehr reale Blockade. Hui, ein bisschen drehen. Lalalala. Aha. Sieht safe aus. Ich weiß ja nicht, in welchem Land wir sind. Aber ich glaube, es gibt keine Baubehörde. Oh, Lotto. Ach nee, gar nicht. Das ist ein Kalender. Vergiss den Juni nicht. Den 9. Juni, hallo? Da hat der Versetzer, der Versetzer. Der Übersetzer was vergessen. So. Was haben wir denn da noch so? Was vergiss wenig? Den 9. Juni? 9. Juni, ja. Ja, wir haben ja Juni. War das nicht die Hochzeitsgeschichte? Wir haben sogar den 8. Juni! Scheiße, stimmt. Scheiß die Wand an, wir hätten morgen streamen sollen. Ehrlich, boah, scheiße, hätte ich das gewusst, tut mir leid. Boah, ey, ich bin wirklich der Hulk geworden. Ich habe jetzt einfach die Tür aus der Wand gedrückt. Der war nicht nur Maler, der war auch Bodybuilder. Oh je, oh je. Weiße Bildhauer, könnte man auch sagen. Oh. Die Büchersammlung ist umgekippt. Ach, da ist dunkel. Da ist auch dunkel. Dunkel oder dunkel? Ich nehme mal hier. Ach, das ist schon wieder nur ein Schrank. Boah. Die sollten kleine Schildchen dran kleben, so. Dies ist keine Tür. Dies ist ein Schrank. Dies ist eine Tür. Wo bist du, ein Schrank? Was steht da? Kretos heißt nicht Idioten, aber lassen wir mal gelten. Blinde Narren. Ignoranten.
Blindfuß, ja, da steht immer wieder dasselbe. Also, ich muss sagen. Doch, Kreteur heißt Idiot, Schwachkopf, Depp. Ja, aber in dem Zusammenhang heißt es auch so viel wie Kunstbanause, ne? Ach so. Also, ja, ich hab da weil Künstler und so, ne, wenn es darum geht, ist der Kreteur der Kunstbanause. So. Also ist damit wahrscheinlich eher Banause gemeint, als einfach nur Trottel. Ja gut, dann hast du recht. Nee, das habe ich nicht gesehen gerade. Aber ganz ehrlich, das Bild ist gar nicht mal so schön. Von dem... Nö. Er ist ein hässlicher Maler. Wo nun? Bordeaux? Wo nun, habe ich gesagt. Ah, guck mal. Nun denn, ziehe er von dannen. Kann man hier durch? Nö. Geschlossen. Vielleicht haben sich jetzt andere Türen geöffnet, kann ja auch sein. Oh, liebe Freunde, die letzte Folge ist vorbei. Wer hätte es gedacht? Wenn's euch gefallen hat, schaut doch vielleicht mal beim Sebastian vorbei. Denn der spielt gerade spannenden Horrorkrams. Wahrscheinlich auch etwas geschickter als ich, denn der ist das gewöhnt. Dieser Stream endet hier und die Folge auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in einem der anderen Let's Plays. Bis dahin. Tschüss. Ciao.